Alle sprechen von der Krise der Kapitalmärkte, von der Krise der Wirtschaft, aber in Wahrheit da erleben wir doch eine Krise der ökonomischen Eliten, eine Elitenversagen. Die Probleme, die reichen von ganz unten, von den Business Schools bis ganz oben, bis in die Aufsichtsräte. Eine falsche Ausbildung, eine falsche Auswahl der Führungskräfte unserer Wirtschaft, die sorgt dafür, dass unsere Wirtschaft von den falschen Mentalitäten, Methoden und Motiven geleitet wird. Das Resultat, das ist die größte Glaubwürdigkeits- und Stabilitätskrise der Wirtschaft seit der großen Depression der 1930er Jahre. Es ist Zeit, dass sich das ändert. Action required, würden wir Unternehmensberater sagen. Es muss sich was tun.